Ja, hallo und wieder eine Folge der Running Lectures. Heute soll es darum gehen, die Begriffe Wissen, Erziehung, Bildung, Kompetenzen ein bisschen zu beleuchten. Ich fange mal an mit einem Gespräch am Frühstückstisch mit meinen Kindern. Da ging es aus irgendwelchen Gründen um Schrödingers Katze. Und ich hatte davon irgendwie mal gehört. Physik war nie so meine Stärke. Und ich war total überrascht, als alle drei meiner Kinder mir das Phänomen und Paradoxon von Schrödingers Katze erklären konnten. Die drei sind wahrlich keine Leuchten in Physik und trotzdem haben sie diesen Sachverhalt absolut korrekt dargestellt. Wie kommt das? Ich habe sie gefragt, woher sie das wissen. Die beiden Jungs hatten das aus einer Fernsehserie, The Big Bang Theory. Und meine Tochter hatte es aus Bones, die Knochenjägerin. Warum bringe ich dieses Beispiel? Ich glaube, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht auch Lehramtsstudierende, keinesfalls auf solche Hintergründe abfahren würden, um zu erklären, woher man Bildung bekommen kann. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob ich Schrödingers Katze aus dem Physikunterricht kenne oder aus The Big Bang Theory oder aus Bones, die Knochenjägerin? Ich habe mich dann gefragt, wie das eigentlich in meiner eigenen Biografie gelaufen ist. Und da habe ich auch viele solcher Punkte festgestellt. Ich habe mich mal wahnsinnig für die Stadt Paris interessiert und kannte jedes Stadtviertel und die französischen Schlösser mit ihren ganzen Architekten. Das ist im Geschichtsunterricht bestenfalls manifestiert worden. Aber das Interesse dazu habe ich aus ziemlich trivialer Unterhaltungsliteratur gezogen, nämlich dem Mädchen- oder Frauenroman Desiree von Annemarie Selinko. Das war so das erste Buch, was ich meinen Eltern aus ihrer Erwachsenenbibliothek sozusagen entwendet habe, heimlich, nachdem ich die Ortsbibliothek mit den dort zur Verfügung stehenden Jugendbüchern ausgelesen hatte. Aber dieses Buch hat mich fasziniert. Ich habe viele Sachen aufgegriffen und konnte dann im Unterricht und in dem, was wir auch familiär gemacht haben in Urlauben, daran anknüpfen. Und ja, schließlich habe ich dann sogar das Ganze so vertiefen wollen, dass ich Geschichte studiert habe. Warum bringe ich diese Beispiele? Ich glaube, gerade in der heutigen Diskussion darum, was man an Quellen zur Kenntnis nehmen darf und was in der Schule gelehrt werden soll und wie man das Curriculum abspecken muss oder soll, ob man das überhaupt tun darf und unsere Kinder auch in G8 noch ein vernünftiges Abitur kriegen, ist die Frage, was Wissen darstellt, was Bildung ausmacht, aktueller denn je. Und hierzu möchte ich heute ein paar Überlegungen anstellen. Wir haben mehrere verwandte Begriffe. Das erste ist der Begriff der Erziehung, die Kompetenz und dann haben wir Bildung. Wie hängen diese drei Begriffe miteinander zusammen? Bildungspolitisch wissen wir, dass Kompetenz in der Definition von Weinert aus Wissen, Fertigkeiten und Haltungen besteht. Und diese zu vermitteln, Wissen, Fertigkeiten und Haltungen ist Aufgabe von Erziehungsprozessen. Erziehung ist etwas, was Menschen an Menschen leisten. Also Lehrkräfte, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher bemühen sich, Kinder auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter zu erziehen und ihnen dabei verschiedene Kompetenzen mit auf den Weg zu geben und zu vermitteln. Bildung hingegen können sie ihnen unmittelbar nicht vermitteln. Denn Bildung muss sich jeder selbst erwerben. Das ist auch wieder so ein Bereich, der sehr stark in die Erziehungswissenschaft und die sie begründende Philosophie hineinreicht. Deswegen, glaube ich, gebe ich zu dem Thema auch noch mal weiter. Aber ich komme nachher noch mal rüber. Ja, Bildung. Ich habe es hier nur mit schweren Begriffen zu tun. Der Bildungsbegriff. Es hat sich ja in den letzten Jahren eingespielt, Bildung immer so als einen sprachlichen Sonderfall von uns Deutschen anzusehen. So ohne weiteres kann man das nicht annehmen. Also erstmal hat Bildung eine eigene Bedeutung und zum anderen
hat er auch eine eigene Geschichte. Fangen wir mit der Geschichte an. Das Wort Bildung ist eine Erfindung, eine neue Wortschöpfung, und zwar von Meister Eckhart. Meister Eckhart war ein mittelalterlicher Philosoph, Theologe und Mystiker, der so um 1300 herum gelebt hat. Er versucht damit, für eine landessprachliche, also alltagssprachliche Lehre, einen sehr komplexen Grundgedanken der Theologie deutlich zu machen, die sogenannte Imago Dei-Lehre, Bild Gottes. Da klingt natürlich das erste Buch Mose an, denn Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, aber es geht nicht darum zu sagen, der Mensch sei schon wie Gott, und schon gar nicht schaut er wie Gott aus, sondern es wäre Aufgabe des Menschen, sich Gott anzugleichen, anzuähneln. Und dafür hat er das Wort Bildung verwendet. Also nicht der Mensch hat die Aufgabe, ein Bild, ein Abbild Gottes zu werden, sondern Bildung zu vollziehen. Dieser sehr theologische Gedanke, dass wir im Laufe unseres Lebens versuchen sollten, uns an Gott anzunähern, also das Imago Dei, das Bild Gottes, zu erwerben und selber ihm anzuähneln, hat sich im Laufe der Jahre, der Jahrhunderte nach 1300 mehr und mehr natürlich von der theologischen und rein glaubensmäßigen Bedeutung abgetrennt. Was aber geblieben ist, ist die Aufgabe, sich selber zu entwickeln. Etwas zu werden. Nur was? Wenn es ein Gottesbild sein soll, dann hatte man ja vielleicht in der Heiligen Schrift oder sonst wo Vorgaben. Aber was könnte es sein, an was ich mich anbilden soll, wenn es nicht mehr um eine Gottesebenbildlichkeit geht? Nun, daran der zu werden, der ich nur selbst sein kann. Identität auszubilden, mehr zu sein als eine Summe von Erziehungs- und Wissensprozessen. Das meint Bildung. In der Neuzeit wurde Bildung vor allem vertreten und zusammengebracht mit dem Namen von Wilhelm von Humboldt, der Bildung zum Maß der schulischen, auch der hochschulorientierten Arbeit gemacht hat. Nun ganz kurz zu dem Sonderfall Deutschland, das ist eben eine Besonderheit der deutschen Sprache und wir heimsen da jetzt irgendeine Bedeutung hinein. Ganz so einfach ist es nicht. Diese alte These, Bildung sei eigentlich nur ein Sonderfall der deutschen Sprache, wird durch ständiges Wiederholen nicht wahrer. Es ist ein Vorurteil von Menschen, die nur romanische Sprachen im Blick haben. Denn aus der romanischen Sprache und aus dem lateinischen Kontext herkommend, ist es natürlich so, dass wir in vielen Sprachen für das, was wir zwischen Erziehung und Bildung unterscheiden, nur einen Ausdruck haben. Education, Education, Education. Aber zum Beispiel slawischen Sprachen unterscheiden wie die Deutschen, zwischen Erziehung und Bildung. Verwenden übrigens auch die Metapher des Bildes, wie wir das durch Meister Eckhart auch tun. Und wenn wir die Unterscheidung zwischen Erziehung und Bildung machen, dann stellen wir fest, dass auch in den Ländern, in denen auf den ersten Blick nur Education im Mittelpunkt steht, durch Hinzufügungen, durch Differenzierungen natürlich sehr wohl unterschieden wird zwischen Erziehung und Bildung. Also von Meister Eckhart kommend, unter Bedingungen der Säkularisierung mehr und mehr auf den Menschen selbst zurückgewendet und keineswegs einfach nur ein Sonderweg der deutschen Sprache. Ja, und dann kommen wir wieder zurück zum Kompetenzbegriff. Bei der uns bekannten Dreiteilung zwischen Wissen, Fertigkeiten und Haltung haben wir es dann bei der Bildung am stärksten wohl auch mit dem Bereich der Haltungen zu tun. Ein Begriff, der heute in der Wissenschaft eigentlich immer noch recht umstritten ist und ungern verwendet wird, weil man kann Wissen irgendwie ganz gut erheben, abprüfen, man kann auch Fertigkeiten irgendwie abprüfen, aber Haltungen abprüfen, das ist mit Kronbachs Alpha und anderen statistischen Finessen schwer zu beschreiben. Aber Haltung scheint eigentlich für das, was wir Bildung nennen und dann auch das, was wir beim Lesen am stärksten brauchen, eine ganz zentrale Rolle zu spielen. Denn wenn ich das stete Bemühen um das Herstellen von Zusammenhängen nicht gelernt habe, nicht als wertvoll erfahren habe, dann kann ich zwar bestimmte Sachverhalte reproduzieren, aber die Bedeutung dieser Sachverhalte für mich selbst, für meine eigene Entwicklung, für mein eigenes Weltverstehen werden von mir überhaupt nicht reflektiert.
Insofern zeigt sich auch in vielen Biografien, dass Leute zwar eine Menge an Wissen erworben haben, kurzfristiges Wissen im Kurzzeitgedächtnis für irgendwelche Prüfungen, das ist aber ruckzuck nachher wieder weg und hat eigentlich bei ihnen in der Persönlichkeit keine Spuren hinterlassen. Und ich glaube, für das Leseverständnis ist es mit am wichtigsten, diese grundsätzliche Haltung zur Bildung zu fördern. Den Schülerinnen und Schülern Spaß zu bereiten, Wissen zu erwerben und Wissen verfügbar zu halten, um es in anderen Zusammenhängen auch anknüpfen zu können. Und wir haben es als Lehrkräfte heute wahrscheinlich sehr schwer, in der Fülle der Informationen das auszuwählen, was die Schülerinnen und Schüler wirklich interessieren könnte. Aber Medien können uns da hin und wieder helfen. Und der Fall von Schrödingers Katze ist, glaube ich, so einer, bei dem deutlich wird, dass es vielleicht egal ist, woher die Kinder ihr Wissen über dieses physikalische Phänomen und dieses Paradoxon erworben haben. Hauptsache, sie wissen es und sie können es auch mit Vergnügen und Verständnis in entsprechenden, auch zu verknüpfenden Situationen wieder aktualisieren. Bei dem Verständnis von Texten und gerade bei dem Verständnis digitaler Texte, bei denen wir in besonderem Maße die Fähigkeit zur globalen Kohärenzbildung brauchen, scheint es mir essentiell zu sein, übrigens auch mit Bezug auf die in Deutschland laut PISA- und IGLU-Ergebnissen immer noch stark entwicklungsbedürftigen, wissensbasierten Kompetenzen bei der Erschließung von Lesetexten, diesen Bereich eines über den Text hinausgehenden Allgemeinwissens zu fördern, und zwar so zu fördern, dass er in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen verankert ist. Manchmal kommt man auf Klassiker der Wissensbestände auch über Umwege und unter Umständen auch über Umwege aus Fernsehsendungen, die nicht zuletzt auch dazu gebraucht werden, dass sich die Kinder und Jugendlichen im pubertären Alter auch von ihren Eltern abgrenzen, die solche Sendungen meist auch wegen des etwas jugendlichen Humors nicht gerade zum Bildungsgut zählen. Ja, das waren ein paar kleine Überlegungen zur Bildung heute, zur Erziehung und nicht zuletzt zur Haltung. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende der Running Lectures angekommen. Für heute auf jeden Fall soll es das gewesen sein. Bis dann. Tschüss.